Willkommen zurück bei dem Marvel-Universum. Batman hat irgendwas gemacht. So, hier drin. Komm, achso, hier sind Punkte. Ausrüstung. Ja, hier können wir wieder Upgrades machen. Guck mal, der hat alles plus 1 bisher. Und wir haben nur die 2. Damit sind die aufgebraucht. Damit geht jetzt hier nichts mehr. Und das müsste auch bei Black Widow, genau, müsste jetzt auch das weg sein. Okay, Meister, Rang verbessern. Haben wir Rang verbessern gemacht? Nee, haben wir nicht. Rang verbessern. Normal muss 1 bis 8, aber die Böse muss gemeistert sein. Warum? Doch, wir hatten hier. Okay, wir müssen erstmal. Das geht nicht anders. Wir müssen erstmal. Deswegen ist der da wahrscheinlich schon besser. Wir müssen uns erstmal durchwurzeln. Und zwar ist es gar nicht mehr viel. Das Level. Ach, es ist schon Level 8. Los, hau mal rein. Position von Dr. Simmons bestätigt. Die verschwinden mit großer Geschwindigkeit. Und nein, was ist los? Ja, er ist wieder da. Er nähert sich sehr schnell. Was sollen wir tun? Komm runter, Tony. Es ist Ultron, dann retten wir Dr. Simmons. Die haben sie mitgenommen, weil sie etwas von ihr wollen. Ihr wird nichts geschehen. Ich weiß, du hast recht. Puh, sollen wir die jetzt zu Stau verwandeln? Aber natürlich machen wir das. Die werden verwurzelt, werden die richtig klein, werden die gemacht. Zu Asche. Ich habe ein Problem. Ich kann mich mit dem Google Plus Call nicht mehr verbinden. Und zwar, warum nicht? Weil dann würde es meine Stufe 1 Sache laden. Das will ich absolut nicht nochmal machen. Deswegen wird es hier ohne Verbinden laufen. Aber was soll es, ist ja auch nicht so schlimm. So, wir hauen die erstmal kaputt und dann werden wir uns Ultron kaufen und dann werden wir mal sehen, was dieses Spiel mit sich bringt, wenn wir das hinter uns haben. Wenn wir quasi das Tutorial, hoffe ich, jetzt endlich mal weg haben und uns mit anderen Dingen beschäftigen können. Vielleicht geht ja auch PvP, aber was soll PvP hier bringen? Das hat ja überhaupt keinen Sinn hier. Da sehe ich überhaupt gar keinen Grund für PvP. Haben wir es geschafft? Ja, ich muss auch mal einen Schluck Tee trinken. Meine Stimme geht sonst zur Neige. Ich glaube, ich laber sowieso viel zu viel, wa? Ich muss mal ein bisschen. Ich mache das Gameplay ja kaputt bei meinem ganzen viel Gequatsche. Aber einen Tag. Heute können wir hier. Achso, hier können wir zum Beispiel jetzt auch. Keinen Kollegen, Freund, sonst was wie rufen. Gibt's nicht. So. Gleich haben wir noch. Komm, einmal super Angriff. 2-Kill-Serie, 5-Kill-Serie. Black Widow ist einfach aufgetaucht, aber ich weiß nicht, wo kommt die auf einmal immer so her, so plötzlich so. Ohne dass ich sie überhaupt berufen habe. Ich komme ja auch ohne sie klar. Iron Man ist der stärkste überhaupt. Eure Zeit der Fehler und Inkonsistenz ist abgelaufen. Schon abgefahren, das von der Ausgeburt von Fehlern und Inkonsistenzen zu hören. Man könnte sagen, das ist, als wäre man der Papa eines Teenagers. Das wird der Beginn einer neuen Ära. Knie nieder vor dem Meister der neuen Ära. Du hörst immer noch nicht zu, was? Alle, die dem Meister im Weg stehen, werden durch den Stahl gerichtet. Oh je, das kann ich gar nicht lange machen. Schon gut. Moment mal, was? Was hat er gerade gesagt? Der hat Meister gesagt. Anscheinend hört er nicht gerne zu. Erinnert er dich an irgendwen, Tony? Dieser Ultron hat irgendwas bestimmt mit dem Licht. Yocasta, ist das Ultrons Hauptkörper? Ja, die Übereinstimmung liegt bei 90%.
Wenn man berücksichtigt, dass Ultron sich selbst verbessert, man könnte ihn definitiv als den einen bezeichnen. Aber Meister? Tony, ergibt der Umstand, dass Ultron einen eigenen Meister hat, irgendeinen Sinn? Nein. Wenn, dann wäre das ja wohl ich selbst. Wie auch immer, Tony, hattest du dir das nicht gewünscht? Immerhin hört er auf jemanden. Dann fragen wir doch, wer der Meister dieser wilden Monster ist. Da haben wir Ultron. Der sieht immer, der sieht irgendwie immer anders aus. Der wird immer hübscher, wa? Zack. Wir schießen vorbei. Oh, es kommt Captain America mal einfach dazu. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass hier immer mal jemand dazukommt, wo ich mich gar nicht gerufen habe. Oh, aber jetzt haben wir doch mal den Captain America neben. Bam. Oh, Ultron wird schon etwas stärker, aber mit Captain America sollten wir... Den haben wir in den wirklich stark hochgelevelt. Guck mal. Also lebenspunkttechnisch ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Das ist alles gleich, sind alle gleich stark. Normal Kapitel 1 fertig. Mit 3 Sternen. Mit wieder haben wir irgendwelche Sachen, um Captain America hochzuleveln. Elite-Mission freigeschaltet. Du hast das Bonus-Level in Kapitel 1 freigeschaltet. Dann holen wir uns das. Das können wir gebrauchen, irgendwie. Naja, mal gucken. Das wäre dann für heute alles. Das könnte auch von einem besiegten Schurken stammen. Alles ist bereit für eine neue Ära. Niemand kann diesen Großangriff aufhalten. Wer hat dich geschickt? Das wirst du schon sehen, auch wenn du es gar nicht wissen willst. Ich kehre am letzten Tag der alten Ära wieder. Der ist schneller weg, als er gekommen ist. Gehen wir zurück, wir sollten Dr. Simmons suchen. Beeilen wir uns. Tippe das Typsymbol eines Helden an, um dir anzusehen, wie die Typeneffekte zusammenpassen. Bitte lass uns wissen, ob dir das Spiel gefällt oder ob du das Feedback geben willst. Mann, vergesst es. Beim nächsten Mal bitte. Du hast deine erste Mission erfolgreich bestanden. Director Fury hat mehrere Geräte zurückgelassen, um dir bei deinen Einsätzen zu helfen. Du kannst dir jetzt deine Aufträge und Belohnungen hier ansehen. Okay, so, da, Erfolge. Mhm. Quest. Nochmal, Kapitel 1 fertig holen. Wir haben 4-mal den Captain America. Die Truhe befindet sich im Posteingang und wir haben 5000 Gold bekommen, so. Biometriken umfassen Informationen zu DNS, Gehirnmuster und sogar Charakterzüge, die minutiös von S.H.I.E.L.D. erfasst wurden. Wir haben sie eingesetzt, um Captain America zu rufen. Bei diesen Missionen wirst du noch häufiger auf diese Daten zugreifen. Mit Hilfe von Biometriken kannst du die Fähigkeiten der Helden verbessern, die stärker machen oder sogar geheime Fertigkeiten meistern. Zurzeit kannst du den Rang verbessern. Nachdem du den Rang verbessern gewählt hast, kannst du die Fähigkeit eines Helden und seine maximale Stufe erhöhen. Und du kannst eine neue Fertigkeit erlernen, sobald du eine bestimmte Stufe erreicht hast. Lass uns zuerst bei Captain America den Rang verbessern. Wieso fangen die immer mit Captain America an? Wer will denn mit Captain America spielen? Okay. Stufe 9. Auf Stufe 9 2 Sterne. Aha. Ja, ich möchte den Rang erhöhen. Oh, sieht das geil aus? Komm. Ist das etwas kräftiger geworden? Irgendwie sieht das noch genauso aus, oder? Okay. Glückwunsch, du hast den Rang des ersten Helden verbessert. Nun probieren wir die Fertigkeiten-Upgrade. Schildwurf für 300. Okay. Bam. Gut, ab sofort sind die Missionen schwerer. Du musst auf die Entwicklung deines Helden achten, um bei Missionen nicht zu versagen. Du ahnst es vielleicht schon, Biometriken sind für die Entwicklung deines Helden unerlässlich. Ich werde dir helfen, noch weitere Biometriken zu finden. Gut, was ist jetzt Mission? Elite-Missionen sind nun verfügbar. Du brauchst noch mehr Energie, um Elite-Missionen zu spielen. Wie noch mehr Energie? Doch dafür wegen dir dort weitaus höhere Belohnungen. So stehen etwa die Chancen, sehr viel besser seltene Biometriken zu bekommen. Elite-Missionen sind der beste Weg, deine Helden weiterzuentwickeln oder neue Helden für dein Team zu finden. Gut, wissen wir erstmal Bescheid. Dann gehen wir jetzt ins Team. Wir gehen zu Iron Man. Wir gehen zu Rang verbessern und machen ihn mal 21. Tippe das Materialsymbol an, um es zu sehen. Was? Nicht genug Material. Was? Wie? Halt nochmal. Ah, wir haben 0 von 20. Alles klar. Wir haben also tatsächlich bisher nur Captain America Biometriken gefunden. Und haben aber
0 von 40 und bräuchten auch ganz viel Geld. So, um Fertigkeiten zu verbessern, hier. Na gut, also Geld haben wir ja. Gut, dann werden wir also noch eine Weile mit Captain America spielen müssen. Nützt alles nichts. Aber wir werden auch trotzdem Iron Man verbessern. Ausrüstungsmäßig. Machen wir mal das Bewegungstempo höher. Bingo. Und gehen uns mal bei ihm die Fertigkeiten anschauen. Gucken wir mal hier. Komm hier. Alles auf Stufe 10. Aha, geht nicht. Geht deshalb nicht, weil zum einen das Geld alle ist und zum anderen, glaube ich, geht es nur so, wie sein eigenes Level tatsächlich ist. Gut. Aber jetzt ist Iron Man erstmal sehr stark. Jetzt müssen wir nur mal gucken, seinen Rang. Was ist denn das, Meister? Für 11.000. Da brauchen wir aber. Ah ja, brauchen wir andere Sachen. Jetzt gehen wir mal. Dann gehen wir doch mal. Dann machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und dann gehen wir in den Elite-Modus. Und schauen mal, was Iron Man da mit seiner neuen gewonnenen Stärke anrichten kann. Deswegen sage ich jetzt tschüss, bis in die nächste Folge, wo wir uns wiedersehen im Elite-Modus. Also, lass es dir gut gehen und tschüss.